Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Und ja, wir haben in der letzten Folge Fort Condor gemacht. Wir haben die Protosubstanz eingesammelt und Fort Condor abgeschlossen. Und es fehlt auch noch eine Sache in dieser Region, und zwar eigentlich mehrere Sachen, aber eine Sache für den Regionsfortschritt. Und zwar müssen wir dafür den Seelenschinder erledigen. Wenn wir uns den vorknöpfen, würde ich erstmal sagen, wir machen jetzt Chatleys VR-Mission erstmal, ne? Cloud, ist dir in letzter Zeit mal ein Hase über den Weg gehoppelt? Ich habe nämlich herausgefunden, dass die Hasen hier die Angewohnheit haben, alle möglichen Dinge in ihrem Bau zu verstecken. Oh. Solltest du einen entdecken, kann dein Schokobo auf Schatzsuche gehen. Ah. Möglicherweise lassen sich dabei nützliche Dinge finden. Oh, du hast mir mal was Interessantes erzählt. Ausnahmsweise. Na, warte mal, Meister der Gegenstände hat sich. Aber ich wollte fragen, ob du dich bereits mit dem Ungeheuer beschäftigt hast, das wir entdeckt haben. Ja, ich mache ja schon, mein Gott. Muss mich nicht immer an Eis hier erinnern. Ey. Ich meine, ich habe irgendwie eine Materie ja gemeistert. Ne? Letztens Analyse, nein. Meister der Gegenstände, irgendjemand? Meister der Gegenstände? Was ist der Leder denn, ne? Ne, nicht gemeistert. Okay. Oh Gott. Dann gehen wir mal rein. So kommen wir nämlich an die Daten, die ich brauche. Ich weiß, dass einige der Gegner furchtbar stark sind. Aber lass dich nicht entmutigen. Cloud, es sind mittlerweile viel. Was hältst du davon, deine Materia weiterzugeben? Du musst mir nicht immer an als Chat. Bruder. Ich weiß, du liebst mich, aber. So, ich mal kurz hier gucken. Hier ist nicht Fort Condor. Ich habe übrigens herausgefunden, dass hier Fort Condor ist ja der Missionsmaus. Das ist ja wohl. Halt nicht. Ich glaube, das hier machen wir erstmal, ne? Hauch des Lebens. Schocke alle Gegner. Und zwar, ja, ich mache das hier nebenbei, ne? Hier ist ja wieder mit Heilwoge, habe ich gerade gemacht. Ja, ich musste ja so einen Kampf machen, wo ich hier Heilwoge die ganze Zeit unterbrechen musste. Hat voll nervt, da muss ich immer Eis einsetzen zwischendurch. Oh man, was ist denn hier los? Quetzerkart, einfach mal so. Okay. Jemand, bist du schwach? Eis schon wieder. So, glaube ich, er ist dabei. Sie hat Eis. Ich will mal so eine Quetzerkotte-Kalle. Kalle davon. Ach, ich soll alle Gegner auch noch schocken. Boah, dafür brauche ich Eris hier. So, Arrow gegen das Ding. Ey, warte mal, der ist doch schon tot. Tut mir ja nicht verrecken, ey, so. Ja, und nun? Ja, und nun? Da kann ich ja nicht schaffen, ne? Okay, nochmal. Ja, was soll ich da machen? Ja, schon wieder, ey. Hier sind wir lustig drauf, ey. Also ja, Fort Condor, das ist halt hier, weil nicht. Die Schwierigkeit ist halt, der Missionsmodus ist halt. Ich muss. Ich glaub, das so. Missionsmodus ist halt. Ihr kennt ja wie einige Einheiten in dem. In dem Spiel irgendwie, weil nicht. So, dich habe ich einmal geschockt. Alter. Wieso treffe ich denn nicht? Was ist denn los? Also ein Kord von neuer gibt es da irgendwie so Einheiten, da gibt es da irgendwie Verteidiger und dann gibt es Elite-Verteidiger und so, ne? Und die Elite-Einheiten, die haben ja alle nur begrenzte Anzahl, wie man die platzieren kann, ne? Und Missionsmodus ist sowas jetzt jede Einheit hier. Also jede Einheit hat jetzt hier irgendwie ein Limit, wie ich die platzieren kann. Und ja, das ist ziemlich dämlich, weil
Er macht das Spiel 1000-mal schwieriger, ne? Weil jede Einheit hat jetzt irgendwie nur eine bestimmte Anzahl, wie ich die platzieren kann. Und ja, ich weiß wortwörtlich nicht, wie man das machen soll. Das ist viel zu schwierig. Und ich habe eine neue. Was bedeutet, ich habe noch eine Quest gefunden, die eigentlich unmöglich ist zu schaffen. Also ja, so viel dazu. Also das ist unmöglich und nicht machbar. Also ja, weiß nicht, wie sich das ist irgendwie so allgemein so eine Sache an dem Spiel. So, weißt du, einen Moment lang ist das Spiel irgendwie voll easy und dann macht er irgendwie so eine 180 Grad Drehung, ist auch voll schwierig. Was ich ein bisschen krass finde. So, dich muss ich noch einmal schocken, wenn es geht, ne? Nee, ich kriege keine Quetzalkalle. Die brauche ich andauernd für irgendwas. Irgend so ein Ausrüstungsgegenstand, ne? Ja, den zu schocken ist aber relativ easy. So, dann tue ich einmal einen Kreuzschlag auf dich. So, irgendwie konnte man nur die Schockleiste irgendwie neu erhöhen, wenn der Gegner einmal geschockt ist, ne? Ich weiß nicht, wie das geht. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie man das macht. So, jetzt geht's. So. Ja, ich scheine nicht eine Quetzalkalle zu bekommen. Boah. Aber jetzt haben wir Heilwogel gelernt, als feines Können, glaube ich, so wie das funktioniert hat, ne? Naja, feines Technik, Heilbogen. So, also ja, die Kampfaufträge habe ich alle abgeschlossen auf Screen, ne? Einige waren schwieriger als die anderen, aber ja. Gut, da machen wir hier. Analyse brauche ich eigentlich nicht, ne? Weil halt. Ich habe ja die Gegner alle schon analysiert, ne? Machen wir mal hier, das ist dieses Team, ne? Das war ja eigentlich nur Überleben, ne? Und Gegner töten. Ja, sind da nicht die Viecher? Weiß ich nicht. Jetzt die lange Beine. Sie konnte auch irgendwie Schockleiste erhöhen, oder? Pure Verwüstung. Mein Gott. Ja, ins Gesicht. Naja, war nicht die Viecher mit den Heilwogen. Mein Gott, die waren nervig. Ich muss sie davon abhalten, dass die auch nur einmal Heilwoge komplett einsetzen. Und ich muss dann immer so schnell wie möglich Eis einsetzen. Und da war voll nervig, weil die manchmal zweimal auf einmal eingesetzt haben. Aber ja, aber unschön. Boah, ich finde auch gut, dass Barrett schon direkt am Anfang des Kampfes hier Dings einsetzt. Sein Feuerstoß, weil er da am sinnvollsten ist, hat direkt am Anfang des Kampfes einsetzen, ne? So, ich hoffe, ich kriege hier noch ein Level ab, damit ich gleich den Kampf ein bisschen einfacher schaffe. Boah. So. Ja, sie kann die Schockanzeige erhöhen. Irgendwie bringt das auch nicht so, ne? Dann nehmen die Gegner halt mehr Schaden, ne? So, ja, das Stück. Das ist ja einfach. Oh, hat wieder eingesetzt, sehr gut. Okay, kannst du auch auf mich losgehen. Aua, du hast dich auch gerade umgedreht, du Kollege, du. Das ist gerade während der Schlacht noch umgedreht. So.
ausgezeichnet. Also sobald wir hier mit dem VR-Mission fertig sind, machen wir mal den Seelenschnitt fertig, ne? Und dann, falls ich noch irgendwie offscreen finde, machen wir das ja auch noch, ne? Ich glaube, da wird so. Das sind die Viecher mit den Heilbogen. Habe ich irgendjemand, der Eis hat? Ich glaube, Red, ne? Oh. Ah, das sind auch diese Gegner. Das sind diese Gegner, gegen dich. Diese Bossgegner, sag ich mal. Nicht Bossgegner, aber wir schon mal, ich meine, den Kampf aufträgt. So, und hier müsste ich dann Eis einsetzen die ganze Zeit, aber habe ich gerade nicht. Und das muss ich sozusagen davon abhalten, ne? Dass die halt die ganze Zeit einsetzen. Ah, irgendjemand heilen, Red. Okay. So, wenn die Charaktere halt einsetzen. So, alle weg. Du, da will ich automatisch die rechte Haltung einsetzen. Ah, ne, ja, müsste ich hier wieder Autofähigkeit einsetzen, ne? So, Bio haben wir irgendwie auch noch die eingesetzt, ne? So, da war ja noch easy. Oh, alle haben aufgelevelt, glaube ich. Oh, jetzt haben alle ihre Waffenstufe erhöht, glaube ich. Ausgezeichnet. Jetzt können alle so eine zweite Dinge da rein tun, ne? So, Bewusstsein. Ich weiß nicht, was das ist. Ich nehme an, das erhöht irgendwie, weil nicht. Präzision, gibt es Präzision in diesem Spiel? Nee, ne? Genauigkeit. Ich registriere ein Gefühl der Überlegenheit in dir. Ich bin schon sehr gespannt, wo ich dir das nächste Mal begegne. Okay. Ich glaube, jeder hat jetzt hier. Oh, Claudia hat nicht hochgelevelt. Ach komm. Andere Leute, ne? So, Barrett hier. Oh, guck mal, hier hat jetzt ja auch wieder einen Materia-Platz bekommen. Daher kommt dann also dann, ne? Magischer. Lädt Feuerstoß auf, wenn ein Gegner in Schockzustand. Essenz gegen Unterbrechung mit dem Feuerstoß Synchroschaden. Ich nehme mal einen Schock nachladen, ne? So, und du hast jetzt hier ein Ding in. Weißbewusstsein. Erst mal provozieren, aber das würde ich lieber so Red geben. Ne? Weißbewusstsein, Willenskraft. Weiß nicht. Provozieren vielleicht. ATB-Schock. ATB-Schock. So gut, da genau, er hat provoziert hier, er könnte provozieren gebrauchen. So cool, gibt uns hier ein bisschen mehr Optionen, machen wir ein bisschen, werden wir ein bisschen stärker. So, MP Probleme habe ich eigentlich gar nicht so oft, ne? Dauer von Rechthaltung und 20% erhöht den Schaden von Waffenfertigkeiten, ja, von Wirbelkonter beim Blocken. Und das hier, ne? Und einige Charaktere müssen dann halt noch leveln. Also so kriegt man also Materia Slots, wenn man einfach nur die Waffen hochlevelt, ne? Waffenpunkte. Wenn man durch Quests und durch einfach nur Leveln bekommen. So, Cloud und Tifa müssen noch ihre bekommen, ne? Weil die halt irgendwie. Du wirst doch wohl nicht unseren Kampf aus den Boah, Chatley. Es wäre zu schade, wenn du sie nicht ausprobierst. Du musst mich nicht immer noch. Das ist ein Einzige, was mir gerade hier voll auf die Nerven geht, ne? Dass der mich immer wieder daran erinnert. Nur, hey, übrigens. So, das sieht ja sehr schön aus gerade. Jetzt kommt nur noch das hier, Elementar-Affinität. Den Himmel der Graslande. Dann nehmen wir mal Cloud, Barith und Aeris. Cloud, weil er Windangriff hat, Barith, weil er schießen kann und die besser treffen kann. Und Aeris, weil sie auch Wind hat. Na, gegen das Viech habe ich auch gerade gekämpft. Da musste ich irgendwie kontern, während das Ding irgendwie auf mich zustürmt, um den Schock anfällig zu machen. War ehrlich.
Wie viele Erfahrungspunkte habe ich gerade bekommen, ey? Die paar hätten sie auch irgendwo auch. Und jeder Charakter hat auch gleich viele Erfahrungspunkte, ne? Aber so, diesen Angriff muss ich ausweichen und dann war der irgendwie schockanfällig. Das ist voll nervig. Klingt einfacher als es eigentlich ist. So, ja, diesen Angriff muss ich ausweichen und den macht er irgendwie nur, wenn ich ihn angreife. Was nicht so einfach ist umzusetzen. So, aua! Warum bin ich denn fast tot? Häng dich doch mal ab. Tona du. Nee, Tona ich. Okay. Mach dich bereit. Das ist ein Montisaurus. Ah, nee, das war, was ich machen musste letzten. Glaube ich. Nee, ich glaube, da war eine andere. Boah. Soll vielleicht mal in den Offensiv-Dings hier wechseln öfter. So, oh mein Gott. Ich bin voll zerstört. Ich sollte mir angewöhnen, dass wenn die Gegner schockern will, ich sind nicht so Schockangriffe machen müssen. Damit die ja schnell geschockt werden, ne? Das hat einzige, was irgendwie Final Fantasy 13 davor gemacht hat, was noch halbwegs gut war. Mein Gott, was ist mit dem los? Ja, geh noch nicht auf. Was soll schon auf den losgehen, den ich gerade angreife? Den ich gerade nebenan bin, ey. So, Barrett, du mal Provo. Nee, du hast ja gar nicht provozieren. Nein. Mach mal extra Magazin, keine Ahnung. Nein, setzt er ja nicht ein, ne? Aha! Ich dreh durch. Ich war einfach nur so dong dong. So, ich heim mich mal hoch, wenn es geht, ne? Will nicht abbrechen, danke. Ich will mich jetzt immer auf die kleineren hier. Ha. Ah, schon wieder weg. Ja, die haben alle die gleichen Angriffe, ey, die Gegner. Wollt ihr euch mal um den Kleinen? Ich gehe die ganze Zeit auf den Großen los und die gehen. Ich habe gedacht, vielleicht kümmern die sich die ganze Zeit mal um die Kleinen, ja? Weil ich ja nicht irgendwie darauf komme, hier die zu erledigen, weil der Große die ganze Zeit auf mich losgeht. Wow, Barrett hat den abgefangen, den Angriff. Hi. So, jetzt komm her, du Stück. Zack, zack. Boom. Nein, hat mir gerade jemand geschrieben. Bonk. Ich habe schon so ein Grafikdesigner hier angeschrieben auf Discord, so hey, how are you doing, ne? Auf dem deutschen Server. Und ja, habe ich schon wieder gewusst, ja, die wollen mir schon wieder so Grafikdesign andrehen. So, ich bin Grafikdesigner und ich suche Leute, für die ich arbeiten kann, ne? Da habe ich ja gesagt, nee. Was für ein grandioser Kampf. Kein Bock. Es gibt noch viele weitere Phänomene. Da habe ich direkt gesagt, I have no interest in the graphic design. Ich werde jeden Monat irgendwie so einmal von so einer Person angeschrieben. So, oh, du hast gar keinen Links bekommen. Kein Materia-Slot. Außer für die andere Waffen. Oh ja, tatsächlich. Waffe, ich wollte mehr Angriffskraft oder mehr Fähigkeit. Ich finde die Verteidigung ist eigentlich gut. Was warten immer wieder das hier, die Prachtklinge, ne?
Also Materia-Slot ist noch relativ wichtiger. So, ATB-Angriffe, physische Attacke, auch noch mehr physische Attacke. So, volle Mehr auf Angriffskraft. So, heilen, Erschlag, TB-Boost, gib mal irgendein Offensiv. Dingen auf dich. Was haben wir denn noch nicht so oft? Erstmal mit Gewitter. Ja, oder schon auf Level 2. Aber nicht so viele Gewitter. So, sehr gut. Ich meine, ihr normale ist ja schon ihr zweiter Silfenende. Ja, gut, dann mehr Materia finde ich als wichtiger. Dann bekommst du noch Schocker, benutzt sie eigentlich nicht, aber keine Schaden hat hochzuleveln. Ne? Willenskraft, das sollte ich vielleicht mal irgendjemanden geben. Meister der Gegenstände. Ist er nicht letztens irgendwie hochgelevelt? Meister der Gegenstände. Ja, warte mal. Oder sind da zwei verschiedene? Sind sogar zwei Meister der Gegenstände. Gegenstandseffekt in Kampf plus 40. Was ist das hier? Da ist ein Befehl an. What? Was ist das hier? Meister der Gegenstände. Die heißen beide gleich. Was? Ohne den Verbrauch von ATB-Einheiten möglich ist, leuchtet gegen. Wenn der Einsatz ohne den Verbrauch von ATB-Einheiten möglich ist, leuchtet Gegenstände im Kommandomenü auf. Gegenstände ohne ATB-Verbrauch einsetzbar. Okay, ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber nehmen wir mal. So, Schaden mit normalen Angriffen. Ja, bitte. Warte mal, die anderen Charaktere haben auch alle. Die haben aber alle ihre zweite Sachen schon aus. Oh ja, ich würde sagen, später sind die Waffen ein bisschen wichtiger. Aber im Moment sind erstmal ist mal wichtiger, hier Erfahrungspunkte für Materias und so zu sammeln. Habe ich so ein Gefühl. Deswegen mache ich jetzt erstmal so. Es fehlen ein paar AP. Ich nehme mal von dem Level ab. Deswegen, oh, Dings, Punkte ausgeben für Waffen. Ne? Haben wir jetzt auch wieder 10, ne? Oder? Leute, auch schon lange nicht mehr. Haben wir Stufe 4 freigeschaltet. MP Maximum, wen haben wir hier? Cloud. Mit den Schaden von Waffenfertigkeiten. Den Konterschaden in Offensivhaltung. Wohin möchte ich mich dann bewegen? Die Aufladung der Limitleistung 5%, wenn der Gegner in den Schockzustand versetzt wird. Reduziert Schaden beim Blocken. Ich bin aber nicht so oft am Blocken, leider. Ja, Waffenfertigkeitsschaden. So. Ist bei Kampf beginnen Protes-Effekt aus. Oh. Das ist natürlich nicht schlecht. Warte mal, hier ist das jetzt noch Protes. Ich dachte, da ist jetzt Barriere immer. Ich dachte, das haben sie auch geändert schon seit Ewigkeiten. Das heißt, das ist wieder Protes. Protest heißt so, ist so ein Abwehrzauber, ist so ein Barrierezauber halt, ne? Damit wird die Verteidigung erhöht. Löst bei Kampf beginnt Regener. Ach, Barrett, genau. Ah, ich dachte, wir wären bei Tifa, aber bei Tifa wäre irgendwie Protest besser. Die Auflagen der Limitleistung um 5%, ne? Ich glaube, ich wollte hier drauf hinarbeiten, ne? Regener finde ich schon ein bisschen cooler. Nur ein Streuschuss aus. Komme ich von, wenn ich hier hingehe, so dahin? Na, Eisimpuls brauche ich auch nicht. Ah, dann nehmen wir den ja. Dann werden wir als nächstes hier hingehen, ne? Obwohl ich sehe irgendwie nicht, wie das hier verbunden wird. Muss ich da erstmal beide holen? Wäre natürlich ein bisschen doof. Ich glaube, das ist sogar so, ne? So,
Ne? Also Ares wird angehört. Ich dachte mal, erst kommt Barrow, dann tiefer. Er wird den Schaden von Sturm. Ne? Wird die magische Abwehr um 35. Das wäre nicht schlecht. Windige Welle. Ja, wieder jemand auf ohne MP vor Anziehung und Ausweitung. Ne. Eisige Welle. Nehmen wir den Sturm nicht. Das hier. Magische Abwehr plus. Einfach mal so eiskalt. Magieabwehr, ne? Warum nicht? So, hier mal tiefer. Hört das der P-Maximum 200. Hm, das wäre nicht schlecht. Einfach so eiskalt TP-Erhöhung. Wirkungsdauer für ein Fest. Ich muss gar nicht, dass das irgendwann abläuft. Okay, einfach mal mehr TP, ne? Warum nicht, ne? Und Red. Dann auch TP-Erhöhung. Verlängert die Dauer da. Ich habe noch nie gesehen, wie das irgendwie abläuft. MP Maximum 3. Oh. Ja, kommt drauf an, wie ich ihn irgendwie bauen will, ne? TP, ich finde irgendwie 200 mehr TP sind irgendwie wichtiger als 3 MP. 3 MP finde ich irgendwie ist ja irgendwie gar nichts, ne? So, warum hast du noch 5 übrig? Hat er nur 5 gekostet hier? Ausgewählten Wissenskern, zeig mal, irgendwas gekostet. Nee. Das war noch 5 gekostet. Okay, okay, sind unsere Charaktere so ein ganz klein bisschen stärker geworden. Ne? Ich weiß nicht, woher Ares hier diese Waffenpunkte bekommen hat. Ich glaube, da war mal durch eine Quest oder so. Aber sie ist ein bisschen im Vorsprung. Also. So, das Einzige, was wir jetzt noch übrig haben, ist hier die Materia-Anfertigung. Aber da kriegen wir genug Punkte noch zusammen, ne, wenn wir den Gegner erlegen. Und den machen wir jetzt hier gerade. Ne? Können wir uns dahin teleportieren? Ne, muss ich erst erledigen. Ne? Bei den anderen konnte ich mich hin teleportieren, nämlich. Kann ich mal zeigen hier. Wir sind ja schon. Ich nehme an, der Kampf wird jetzt ein bisschen in sich haben. Ne? So. Das ist das Einzige, was jetzt hier noch fehlt, ne? Außer das hier noch, aber das werde ich nie im Leben kriegen. Ich habe die erste Level wieder versucht. Ich hatte keine Chance. Also, jeden Charakter irgendwie so limitiert nur platzieren zu können, das ist ja wohl. Ich weiß nicht, wie die sich gedacht haben, dass man das schafft, aber. Das ist unmöglich. Ich finde, das ist. Na, das meine ich irgendwie so, ne? So an einigen Stellen ist das Spiel voll chillig, ne? Und dann kommt da einfach mal so mitten aus nichts, dann kommen irgendwie so Minispiele. Dann kommt hier Weiß hier aus Final Fantasy 7 Yuffie DLC, ne? Und der zerstört einen einfach. Man kann halt nichts dagegen machen, weil er so voll unbalanciert ist, ne? Weil die Gegner, die haben irgendwie ja so voll stärkere Einheiten. Du hast nur so normale Soldaten, die du alle nur jemals ein, zweimal platzieren kannst und dann war es das, ne? Und dann kannst du halt nichts mehr machen. Irgendwann gehen die halt die Einheiten und ich weiß nicht, wie man das schaffen soll. Das ist mir viel zu schwierig. Ich habe sogar auf leicht schon versucht. Ich weiß nicht, ob das irgendwie einen Unterschied gemacht hat irgendwie in der Schwierigkeit von dem Ding, ob das überhaupt funktioniert hat so. Aber ja, das war nicht machbar meiner Meinung nach. Ich fand es extrem schwierig und ich glaube nicht, dass das möglich ist. Genau wie dieses blöde Piano-Spiel kann ich mir so noch irgendwie vorstellen, dass das vielleicht irgendwie machbar ist, mit etwas Übung und so, aber das ist ja wohl, weiß ich nicht, da kann man vielleicht irgendwie online oder so sich so ein Tutorial oder so anschauen, ne? Die Gegner, die sind ja alle, die kommen ja mal in so Schritten vor, ne? Bestimmten Abständen und so, da gibt es bestimmt irgendwie so eine Lösung, die man online kriegen kann, ne? So, der Seelenschinder. Machen wir mal anstatt Barrett. Ich weiß nicht wieso, aber ich will mal Barrett und Red. Red und Ares haben. War schon lange nicht mehr. Ich tue mal einen von den beiden nur. Entweder oder, ne? Weil die beide heilen können. Aber. Hier haben wir mal auf hier doppelte, dreifache Heiler-Offensive eigentlich, ne? Weil wir halt hier
3 Alarme. So. Geheimen Gegner herausfordern. Mal gucken, ob wir den schaffen. Ne? Jetzt kommt der Kondor da von hinten angeflogen. Na komm her. Oh, der taucht einfach so auf. Der Quetzalcoatl ist einfach so um den Berg geflogen. Ne? So. Ich bin ein bisschen mächtiger als vorher. Also komm her. Mr. Gedankenschinder. Mr. Schinder. So, wirksam, leicht resistent, cool. Okay, diesmal gucke ich mir mal hier an, was hier alles so steht. Ne? Verursacht Schaden mit Synchro-Fertigkeiten, um ihn mit Einschlag schockernfähig zu machen. Okay. Mit einer Willenskraft kann er selbst riesige Felsbrocken bewegen. Oder mach mal, ne? Da, ich dachte, ich kann damit kontern. Da meint sie Synchro-Fertigkeiten, ne? Dann übernimm mein Ausgehen. Achso, das ist ja eine Roboter. Nein, was ist hier los? Du musst ja nichts Besonderes machen, ne? Aber also, was ich mal machen könnte, kannst meinen Magiekreis hier platzieren. Ich weiß immer noch nicht genau, wie man das genau auffüllt mit der Synchro-Fertigkeiten. Blanker Horror. Ja. Aber das ist ja auch relativ chillig. Haut zwar ein bisschen. Haut zwar ganz schön drauf, aber ja auch. Oh, danke, Red. Ich bin bereit. Boom. Haha. Haha. Nicht mit mir. Haha. Ich stelle mal recht. Recht halt kontern. Na, jetzt mal. Nein. Aua. Ah, ich war gerade beim. Neuer Versuch. Ich weiß nicht, was du machst, aber mach das mal. Das Spiel ist aus. So, Synchro-Fertigkeiten. Ja, soll ich auch jetzt nicht einsetzen, ne? Mal ungezähnter Aufstand. Nee, der ist noch relativ chillig, ey, grad. Okay, der ist ja wohl um vielfaches einfacher als der Quetzalcoatl. Okay. Gute Nacht, Cthulhu. Ich habe jetzt ja auf 20-minütigen Kampf oder so eingestellt. Ach, da ist nichts. Nur ein wahrer Held vermag es, den Kampf mit solchen Ungetümen aufzunehmen. Deine tapferen Taten haben die Welt wieder ein Stückchen sicherer gemacht. Danke. Ein Bitte. Hoch auf unseren Helden. Yeah. Und damit hätten wir alles erledigt, den Junon, ne? Rock. Ausgezeichnet. Cool. Na gut. Ja, das also wäre völlig in Junon, ne? Können wir hier weiter mit der Story machen, ne? Weiß ich nicht, wie viele Parts das gedauert hat, ne? Aber gut, ich gehe mal kurz zu dem zu der Farm zurück, ne? Ja, einige Sachen will ich aber noch offscreen machen, und zwar man stand da gerade Prototyp zum Stuhl von 4, das wird mir jetzt auch noch wieder angezeigt, ey. Okay, ich will
Sie hat mir auch noch hier die ganze angezeigt. Da haben wir uns noch den ATB-Schock. War auch. Cloud, die Nachforschung über die Mein Verständnis über die Republik und ihre stürmische Geschichte konnte ich dank deiner Berichte erheblich erweitern. Das ist wie so ein Pfadfinder, ey. Expansiven Großmacht dürfte uns auch wichtige Erkenntnisse über Shinras weiteren Kurs liefern. Vielen Dank für deine stets tatkräftige Unterstützung. Reden wir über die Bezahlung. Was? So, haben wir da auch eingesammelt. Und Simulator ist erledigt. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit den Weltberichten. Okay, cool. So, was ich aber noch machen werde, ist, ich werde irgendwie. Weiß nicht. Ich werde versuchen, dieses Piano-Minispiel nochmal zu machen. Ich werde versuchen, dieses Frosch-Minispiel nochmal zu machen. Ich werde mich allgemein noch so ein bisschen hier in dieser Gegend umschauen. Jetzt mal, wenn ich was finde, dann schalte ich euch wieder rein, ne? So, in einer Stunde haben wir ja nur so eigentlich erst aufgenommen, ne? Und ja. Wenn ich dann irgendwas von Interesse sehe, dann schalte ich euch noch mal rein, ne? Man wird sich schon bestimmt einige Sachen finden, ne? Okay, bis gleich. Guck mal, man kann hier ins Wasser gehen. Und hier ist so eine kleine Insel. Kleine Insel! Ich habe nämlich von Weitem gesehen, dass hier Kisten waren. Deswegen habe ich mir gedacht, so, da kannst du doch bestimmt hin, ne? Deswegen habe ich mal geguckt, ob ich hier so rüberschwingen kann, ne? Und ja, anscheinend schon. Das heißt natürlich, ich sollte vielleicht hier noch mal hier so ein bisschen rum durch die Gegend schwimmen, aber ich glaube, das ist schon wieder zu weit, ne? Na, guck mal, was wir hier noch haben. Habe ich nicht gewundert. Ich habe so auf diese Insel geguckt und ich habe gesehen, hier sind so kaputt machbare Kisten gewesen. Da habe ich mir gedacht, da kann ich doch bestimmt irgendwie hin, ne? Ja, jetzt muss ich noch die Kisten hier finden. Ich habe noch keine Idee an der Kiste gefunden. Hab schon. Einige Schätze habe ich übrigens wieder ausgegraben und ja, ich habe gesehen, einige von denen sind von so einigen Hasen hier, ne? Boah, Eisenerz, ehrlich. Einige Hasen waren da irgendwie so, die mich dahin geführt haben, aber. Ja, jetzt müssen wir natürlich gucken, ob wir bis da ganz hinten auch schwimmen können, ne? Aber ich glaube nicht, ne? Ja, da ist ein bisschen zu weit, ne? Guck mal, da ist schon rot, rot, da ist schon dunkelblau auf dem auf der Karte, vielleicht nicht, ne? Da hinten, hier, hier will ich schwimmen. Ich glaube, da ist zu weit, ne? Aber ja, wir können ja mal hier so durch die Gegend ein bisschen schwimmen, ne? Um so nachzuschauen. Da sind auch noch ein paar kleine Inseln, ne? Warte. Denn da erinnert mich an Final Fantasy 13, wo ihr diesen riesigen Golem irgendwie so im Hintergrund hast, der aus so einem Berg so ragt, ne? Wenn du den Kondor da hinten siehst, wie er sich hin und wieder bewegt, ne? So, ich werde hier irgendwie automatisch hier. Ne, ich glaube, da kann man nicht schwimmen. Aber ich werde mich so im Wasser noch mal so ein bisschen umschauen wahrscheinlich, ne? Und so gucken. Ich glaube, da kann ich aber nicht hin, ne? Nee, sieht nicht so aus. Ich drücke die ganze Zeit nach rechts, aber passiert nichts. Okay, ich glaube, so geht mir geht auch so langsam aus hier, wo ich irgendwo hingehen kann, ne? Hier könnte ich vielleicht noch mal so, aber hier war ich ja, ne? Hier kann ich auch mal versuchen, irgendwo noch hinzuschwimmen, ne? Keine Ahnung. Wenn ich was sehe, dann schalte ich euch wieder rein. Alles klar, unsere Reise in Junon ist wahrscheinlich erstmal vorbei, jedenfalls in der Region von Junon. Und ja, diese eine Insel ist das einzige, was ich noch hier gefunden habe. Ich habe keine Ahnung, ich habe versucht, hier an einigen Stellen zu schwimmen. Ich habe gedacht, irgendwie könnte ich vielleicht hier auf dieses Schiff drauf klettern, aber ne, geht nicht. Hier kann ich nicht schwimmen, hier kann ich nicht hinschwimmen, leider. Also ja. Ich habe alles abgesucht, also ich weiß nicht, ob ich alles abgesucht habe. Ich habe vielleicht einige Sachen verpasst, ne? Aber ich habe mich so gut umgeschaut wie möglich, habe nicht mehr wirklich irgendwie was noch gefunden. Von daher müssen wir halt in der Story weitermachen, ne? Weil der Part ist noch nicht vorbei. 20 Minuten haben wir noch, das heißt, gucken wir mal, wie es hier weitergeht, ne? Reden wir mit Priscilla und überwinden. Reden wir mit Priscilla und überwinden wir Priscilla.
Und ja, setzen dann die Story fort, ne? So wie ich da verstanden habe, können wir dann erstmal eine Weile lang nicht zurück, ne? Also ja, dann gucken wir mal. So, wir versuchen uns jetzt nach über Junon hier hoch zu Vorbereitung für den Plan. Cloud Stufe 26, okay. Du hast eine Weile nicht nach unter Junon zurückgehen können. Machen wir das, ne? Ich habe alles hier erledigt. Also komm. Folge dem Delfin. Schnellreise zurzeit nicht möglich. So, da war so ein Minispiel, wo man dann so nach hoch springen musste. Irgendwie das hier abläuft. Da war ein bisschen doof, das habe ich irgendwie nie kapiert. Oh, ich sehe gerade, da kann man auch noch irgendwie hinschwimmen. Ne? Hätte ich mich da noch ein bisschen umschauen sollen, egal. Diese Pfeile da sehen neu aus. Irgendwann werden wir ja wohl wieder zurückgehen können, ne? Stoß die Bälle auf dem Wasserweg. Oh, ich muss sogar dahin fliegen. Dann nehme ich mal, da war vorher noch nicht da, ne? Stoß die Bälle auf dem Wasserweg, denn das steigert Phillys Laune und sein Tempo beträchtlich. Und schnell müsst ihr sein, wenn ihr den Sprung zu den Kran erreichen wollt. Okay. Halte ich am Delfin fest. Alles klar. Mach mal. Beim Original musste man sich einfach nur so im Wasser platzieren und da muss man irgendwie so abtimen, wie der Delfin geschwommen ist, ne? Und aber ich muss da zwischen schwimmen. Was genau muss ich denn hier machen? Und driften. Muss ich die Bälle? Ich weiß nicht genau, was ich hier machen muss. Muss ich die Bälle treffen? Naja. Ich habe die alle voll ausgewichen hier. Aber ich weiß gar nicht, ob ich die treffen muss. Nein. Ja, da steht auch Geschwindigkeit. Aua. Aua. Meine Güte, ey. Bin ich am Gewinn? Ich weiß es nicht. Der Delfin ist erschöpft. Aber so viel dazu. Ja, im Original muss man sich einfach nur irgendwie platzieren. Und dann ist der Delfin irgendwie, der hat einen nach oben geschossen sozusagen. Und dann muss man sich so richtig so positionieren, zu dem Winkel richtig positionieren und keine Ahnung. War auch ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Bewegungssektorfunktion, okay, keine Ahnung, was das bedeutet. So, diesmal nehmen wir all die Bälle hier mit. Stufe 2. Aber ich bin der Delfin-Meister. Okay. Was ist denn da driften irgendwie? Irgendwas? Weiß nicht. Okay. Mann. Ach Mann. Da los. Perfekt. Okay. Ich glaube, er wollte nicht angeben, aber er hat es dann doch noch. Jetzt springe ich hier wieder runter. Okay, da muss ich ja den Kran unterlassen, ne? Bin ich mal gespannt, wie das hier aussieht. Im Original war Cloud hier eine Weile lang solo unterwegs. Muss sich unter die Menge mischen. Was bewege ich hier gerade? Bewegst du das Ding? Ich sehe ja gar nicht. Ja, geht runter. Den Kran runter, damit deine Gruppe einsteigen kann. Alles klar. Ah, okay. Jetzt sind wir hier.
Dann alle Mann an Bord. Captain Finny wird euch bis zum Schiff ziehen. Ein ganz schön kleines Boot für uns alle. Ich hoffe doch schwer, das Ding säuft nicht ab. Wir können alle schwimmen, Leute. Dann auf nach über Ober Junon. Hund auch. Unser Abenteuer geht weiter. Oh, sie ist voll putzig in diesem Spiel. Ich meine, putziger als im Original, weil Leute im Original waren halt polygonische Leute, so wie im Ford Condor. So. Den Kram bewegen. Ja, da kann ich vielleicht dann noch umschauen. Na, mal los nach oben, meine Freunde. Das ist gar nicht so passiert im Original, ne? Wie gesagt, Cloud ist da irgendwie allein durch die Gegend gelaufen. Wir treffen uns oben. Ah, okay. Ich glaube, wir sind doch alleine hier unterwegs dann. Okay. Juno. Stimmt, jetzt sieht man auch mal die Stadt. Das ist die riesige Kanone von Junon. Der berühmte Kampf zwischen Sephiroth und Angeal und Nero, glaube ich. Seine legendäre Szene aus Crisis Core. Und da sind unsere Feinde. Shinra. Und wer steigt da raus? Wir wissen es doch schon. El Presidente. Und Heiliger. Aber hier ist er ja nicht Präsident, hier ist er irgendwie, weiß nicht. Einen anderen Titel, die hat er, glaube ich, ne? Ja, das ist das erste Mal, dass wir beiden hier im Spiel sehen, sehe ich gerade. Flughafen Junon, untere Ebene, Kranführerhäuschen. Schließt es so einen anderen auf. Ich muss mal kurz gucken. Story, nee, wir sind noch in Kapitel 4, weil ich will ja jedes Kapitel ein neues Intro machen, ne? Dann will ich mal erst gucken, so. Aber manchmal diese eine Mithril-Höhle war zum Beispiel ein eigenes Kapitel, deswegen habe ich halt hier für zwei Folgen irgendwie so ein eigenes Intro gemacht. 65. Okay. Mal schauen. Oh, wir sind hier. Ich dachte, wir bleiben eine Weile lang getrennt. Anscheinend nicht, ne? Die Mäuren, ne? So heißen ja diese Geister, die haben die... Ich glaube, darüber haben wir noch nie so richtig geredet, ne? Wieso einige Szenen sich hier verändert haben. Das liegt natürlich an diesen Dingern, ne? Die haben irgendwie die Zukunft verändert. Und irgendwie sind wir noch gar nicht so auf diesen einen Charakter hier so ausgegangen, hier diesen schwarzhaarigen Typen, der auch das Meisterschwert hat, so wie der Meisterschwert, der auch das Panzerschwert wie Cloud hat, ne? Ich glaube, auf dem sind wir noch gar nicht so eingegangen, ne? Aber ich weiß nicht. Das Spiel gibt uns auch irgendwie nicht so Informationen, ne? Habe ich so das Gefühl, ne? Ich meine, ich nehme an, das Spiel nimmt jetzt einfach so an, jeder kennt einfach, wer das ist, ne? Weiß irgendwie jeder, wer das ist, ne? Und aber ich nehme an, das Spiel hat irgendwie noch mal so was vor irgendwie hier mit dem. Ob der noch am Leben ist oder nicht, anscheinend ist er noch am Leben, ja. Und ja. Also noch am Leben, also der kommt halt hier vor, sag ich mal. Im Gegensatz zu in dem Original.
Ich nehme an, das Spiel hat da irgendwie solche Pläne, und bevor ich nicht weiß, was diese Pläne sind, halte ich mal den Mund, so bevor ich irgendwie sage, wer das ist und so, ne? Was mit dem auf sich hat. Ich nehme an, da werden wir noch was herausfinden, ne? Denen anscheinend nicht mehr wichtig genug, wie? Was sehr viel besser für uns ist, nicht? Die Stadt ist riesig. Wird schwierig, die Schwarzkutten hier zu finden. Also hier sind sie nicht. Gehen wir runter. Ja, ich nehme an, die würden ein bisschen auffallen, ne? Wenn die ja irgendwie so schwarzkuttig so durch die Gegend laufen, ne? Ja, Salat. Zum Erfolg machen. Was bedeutet das? Uff. Ja, wo weiß er das? Ah. Shinra hat viel in seine Fertigstellung gesteckt. Warum schnappen wir es uns da nicht? Dieses Luftschiff kann nur von einem sehr fähigen Piloten gesteuert werden. Aber wo kriegen wir den denn her, ne? Schade. Wäre nett gewesen. Lasst uns lieber nach einem Boot suchen. Wo kriegen wir den denn her, ne? Erfahrenen Piloten. Na, kann man einfach hier so durch die Gegend laufen? Bei den ganzen. Du sollst dich nicht noch weiter nähern, ne? Ha! Hey, ist das nicht der mit dem. Ja, ist das nicht der Typ mit dem Schwert, den wir suchen? Ich kann die Leute einfach so rammen. Schön. Ich werde mal ansehen. Boah. Das Ding werden wir sehr viel später noch sehen, ne? Boah. Schön. Ich will mich ja noch ein bisschen umschauen. Du wirst sie machen. Ich werde es machen, ja. Ich laufe einfach so rüber. Wir fallen ja gar nicht so auf, ne? Wir sind, wenn die Leute hier alle nicht informiert über uns. Der Direktor ist der hier, ne? Kein Hindernis ist so groß. Na gut. Das war ja zu lang. Lassen auf so. Sollen wir denn gelangen, ja, überhaupt? Was ist ein Aufzug? Wie unsere Truppe ja gar nicht so auffällt, ne? Ach ja, hier der Aufzug, genau, ich erinnere mich. Okay. Wir laufen einfach rum, die merken nichts. Nicht nötig. Lasst sie ruhig. Ein bisschen nett, wie hier sind. Herein. Was ist das? Song. Ein Bote aus Wutai möchte sie sprechen. Gouverneur Saruf schickt ihn. Was? Ihn? Ach. Er nannte sich Oberst Glenn Lodbrok, Herr Direktor. Okay. Na gut. Ich dachte, da wäre Sonne an. Und vom Yuffie DLC. Das ist überhaupt nicht gruselig. Noch am Leben, ja? Eigentlich bin ich mausetot. Ich habe das Gefühl, ich sollte wissen, wer es ist. Kommen wir gleich zum Punkt, Herr Direktor. Ich gehe davon aus, dass du die großen Pläne deines Vaters und unseres Gouverneurs weiterführen wirst.
Das habe ich vor. Dann bin ich ja beruhigt. Immerhin haben wir einen Krieg anzuzetteln. Vergiss das nicht. Wie du weißt, ist die Stimmung zwischen Shinra und Wutai überaus angespannt. Beide Seiten wollen die Magnus-Materia. Darüber bin ich im Bilde. Doch die Zeiten haben sich geändert. Mein Vater ist nicht mehr. Und ich habe eine neue Vision. Immer noch der freche Bengel von damals, der stets seinen Kopf durchsetzen will. Sag bloß, du glaubst auch immer noch das Märchen vom verheißenen Land. Eine unerschöpfliche Gier. Ihr Shinras habt nichts als Marco im Kopf. Damit fällt ihr das Todesurteil. Für unseren Planeten. Ein Krieg bringt den Menschen Wut, Leid und Hass. Doch auch eine bisher ungekannte Einigkeit. Stürzt die Welt ins Chaos, hat der Planet die Chance, wieder aufzuleben. Der Planet will es so. Wir müssen ihn an den Rand der Zerstörung bringen. Da muss ich. Das Ganze war eure Idee. Also ziehen wir es auch durch. Spiel mir bloß nicht den Unschuldsengel. Gemeinsam sorgen wir für Gerechtigkeit. Ah, fast hätte ich's vergessen. Die Nachricht von Gouverneur Saruf. Meine herzlichsten Glückwünsche zur Ernennung zum Direktor. Shinra ist in guten Händen. Ich habe mal gegoogelt, wer das ist, und das soll irgendwie ein Charakter aus einem Mobile Game von Final Fantasy 7 sein, und da kam auch irgendwie in Ever Crisis vor, was irgendwie dieses Spiel, das hier vor Crisis Core gespielt hat, also hat noch vor allen anderen Sachen hier gespielt hat anscheinend. Und ja, das wäre so ein Charakter, den müssten wir eigentlich kennen wegen den ganzen Sachen, die rausgekommen sind vor kurzer Zeit, aber nee. Also wir machen das genauso wie hier mit Dings hier, mit Weiß und mit Nero hier. So, ne, wie ist denn ein anderer Typ nochmal von, was ich gerade gesagt habe? Die aus Dirge of Kerberos, so wie auch immer man nennt. Und ja, wir tun sozusagen noch mehr Leute hier von irgendwelchen Spin-off Final Fantasies hier reinbringen anscheinend. So wie es hier ausschaut. Ich tun immer mehr Charaktere aus Spin-off-Spielen irgendwie erkennen, machen irgendwie in dieses Spiel. Ich habe leider nicht so viele Spin-off-Spiele gespielt vom Final Fantasy 7, deswegen kann ich halt nicht so viel mit den Leuten hier alles anfangen, ne? Die Leute von Dirge of Kerberos sind die einzigen, ich wusste jetzt irgendwas, das sind die einzigen, die ich bisher irgendwie wiedererkannt habe, weil er jetzt halt das einzige Spin-off Final Fantasy 7 Spiel ist, das ich gespielt habe. Es gab ja mal ein Spiel, auch so ein Mobile-Spiel, was irgendwie hier um die Turks hier gecentert ist, ne? Also hier ist Song, Reno, Elena und so, hier diese Anzugträger hier alle, ne? Davon gab es mal irgendwann ein Spiel von, und da sind wir jetzt im anderen Kapitel, ne, immer noch Kapitel 4, okay. Jemand Jonan ist das, ne? Das Ganze. Oh ja, das war halt irgendwie so ein Mobile-Spiel, ne? Weiß nicht, ich weiß nicht, wie das nochmal hieß, ne? Auch irgendwann mit Crisis, glaube ich. Vor Crisis hieß das, glaube ich. Crisis Core ist ja das Spiel, das irgendwie ungefähr zur Zeit gespielt hat, was wir gesehen haben hier im Intro hier, wo wir Clouds Hintergrundgeschichte gesehen haben, ne, da hat Crisis Core ungefähr zu dem Zeitpunkt gespielt,
und sogar während des Zeitpunkts von Clouds Hintergrundgeschichte. Und ja, dann weiß ich, die Age of Cerberus hat irgendwie nach dem Film gespielt und der Film hat, ich glaube, 2 Jahre nach Final Fantasy 7 gespielt. Also da gibt es noch eine Menge Spin-off-Sachen und so. Wer weiß, wie viele Anspielungen da noch kommen werden. Ich bin halt nur nicht so bewandert mit den ganzen Spin-offs von dem Spiel, weil ich die halt nicht alle gespielt gehabt oder geschaut habe oder so. Ne? Aber gut, ich würde sagen, wir machen hier einen Schnitt. Wie es dann hier weitergeht, kann ich hier wirklich jetzt nicht mehr raus. Kann ich hier nicht mehr runter nach unter Junon oder so? Ne. Ne, ich bin jetzt hier gefangen. Nein. Na gut, dann würde ich sagen, wir machen hier einen Schnitt. In der nächsten Folge geht es dann weiter hier in Junon, wo wir uns hier nach... Was ist eigentlich hier die Aufgabe? Ne? Wir sollen ja eigentlich... Nicht dort nach einem Brot. Genau, wir wollen ja... weitergehen, ne? Ich habe irgendwie vergessen, so wie kommen wir irgendwie hier auf dem, wie kamen wir eigentlich so auf dem Weg hier so dahin zu gehen und dahin zu gehen? Wir wollen ja diesen Leuten in Schwarz verfolgen, ne? Aber woher wissen wir denn, wo die hin wollen? Ist das schon wieder nicht aufgepasst? Egal. Wir machen in der nächsten Folge weiter, ne? Also Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn nein, lasst bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.